Hallo meine Freunde und willkommen zurück zuletzt bei Final Fantasy 8. Im letzten Part haben wir unsere Freunde wieder getroffen, nämlich den guten Shell. Wir haben auch leider Irwin wieder getroffen. Und bevor wir weitermachen, muss ich mal ganz kurz etwas sagen, meine Freunde. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Hinweise, die ihr mir die ganze Zeit bei Final Fantasy 8 gebt. Ihr wisst es, ich spiele blind und ich spiele sehr viel im Voraus, deswegen kann ich nicht immer sofort darauf eingehen. Aber vielen, vielen Dank für eure ganzen Hinweise. Ich weiß, wo ich diese GF herbekomme. Ich hätte sie schon längst haben können. Logisch, ich habe hier Diablos, ich habe Karbunkel und ich habe Leviathan. Ich hätte sie schon längst haben können. Ich weiß, wo ich sie bekomme. Und zwar in diesem alten Grab des Königs da, wo wir schon mal waren. Wo wir dieses Passwort eben suchen mussten. Wenn ich mich da immer ein bisschen zurechtgefunden hätte, dann hätte ich tatsächlich die GF da drin bekommen. Wenn mir das Spiel gestattet, werde ich selbstverständlich dorthin zurückkehren. Weil ich will ja auch schauen, dass ich, soweit es geht, die ganzen GFs habe. Was sagst denn du dazu? Ja, wieder eine Lösung durch Gewalt. Okay. Ja, ich weiß, ihr wollt nichts durch Gewalt lösen, aber... Ich meine, was hätte ich denn sonst machen lassen? Was hätte ich sonst machen sollen? Hätte ich euren Bürgermeister abschlachten lassen sollen? Wäre ich das lieber gewesen? Ich weiß ja nicht. Tom wartet schon Irwin. Jedenfalls, jetzt weiß ich auch, wo ich die fehlende GF herbekomme. Ich werde mein Bestes geben, um sie noch zu bekommen. Direktor Sid hat das Okay-Zeichen gegeben. Der Reparaturtrupp ist jetzt im Garten. Oh, verstanden. Ach ja. Was ist? Ich, die Leute von Fickhausen sind doch alle hochqualifiziert. Ich habe etwas, was ich repariert haben möchte. Ob es in Ordnung ist, wenn ich die mal frage? War es dein Gehirn? Wenn die Arbeiten am Garten nicht in Verzug geraten, warum nicht? Aber übertreib's nicht, okay? Na klar, mach ich natürlich. Ich meine natürlich nicht. Ja, dann verpiss dich und lauf mir nicht hinterher. Wieso folgst du mir? Selfie ist etwas betrübt. Du bist der Anführer. Es ist doch deine Aufgabe, sie aufzumuntern. Aber du magst ja solche Geschichten nicht. Ich dachte mir nur, ob ich da nicht nachhelfen kann. Wo ist Selfie? An der Bühne für das Sommerfest. Und die Bühne ist wo? Was für eine Bühne für das Sommerfest? Werde ich schon irgendwo finden. Moment mal. Mit Reparaturen haben sie also das gemeint? Dachtest du, die kommen mit Hammer und Schraubenzieher? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Wenn es um sowas geht, ist es auf unseren Boss verlassen. Boss mit scharfen S? Ist das eine Sache, die man so schreiben kann? Wirklich? Also Boss mit scharfem S ist sowas von, in meinen Augen sowas von falsch. Ich meine, ich brauche mich nicht über die deutsche Rechtschreibung aufregen, weil ich da drin katastrophal bin, muss ich ehrlich zugeben. Und das deutsche Rechtssystem ist auch fürchterlich, aber Boss mit scharfem S, also komm schon. Das darf nicht existieren. Hoppla, du kennst Regeln, die wir nicht kennen? Wir nehmen die Fickhausen-Regeln hinzu, einverstanden? Hey, ein Spielchen? Was? Ich hab dich mit X angesprochen, aber okay. Ich hab dich eigentlich mit X angesprochen. Okay, wir haben jetzt... Alter, was haben wir denn für 1000 Regeln? Wir haben Open, wir haben Sudden Death, wir haben Same, Element und Tauschregel ist One. Das bedeutet, du musst sterben. Er hat Lust zu sterben. Er will sterben. Lalalalalalala. Da da da. Das ist richtig scheiße platziert, das Eis.
Dann hauen wir den mal dahin. Warum hat er den dahin? Deswegen. Ich kann ihn nur damit stechen. Nee, ich kann ja auch direkt. Ich könnte mit Diablos ohne Probleme stechen. Aber ich will. Will ich mit Diablos stechen? Ich könnte. Wenn ich ihn damit steche, dann würde er mich mit Adamantai Mai immer noch stechen. Oder ist es ein Adamantai Mai? Ich weiß nicht. Das Oberste auf jeden Fall bei ihm. Er hat einen Eisengiganten. Das ist jetzt was mir nicht gerade gefällt. Ja, komm, ich steche mit Diablos. Ja gut, dann kann ich ja hier ohne Probleme mein Ifrit hinknallen. Der ist jetzt gut gespielt. Dieser elende Wichser. Der ist verdammt gut gespielt. Es bringt mir nichts, den jetzt da hinzusetzen, weil er verliert eins und somit, ja gut, dann will ich den da hinsetzen. Dieser Wichser. Der hat das tatsächlich nochmal für sich entschieden. Also nochmal auf einen Unentschieden halt. Ei. Was mache ich denn da? Ich könnte damit stechen, dann habe ich überall 7. Er kann mir damit nichts tun. Ja, dann baller ich den mal weg. Zack. Auch mit 7 kann er mir einfach nichts tun. So. Dann. Der sieht voll nicht schlecht aus. Wenn ich den jetzt dahin baller, dann könnte er ihn mit einem Qual stechen. Den Qual kann ich dann allerdings wieder ohne Probleme mit Ifrit stechen. Und das mache ich auch. So. Ja, dann haue ich doch hier meinen Diablos rein. Stech den. Den kann er hin tun und schon habe ich gewonnen. Okay. Schmelzdrache, Alter. Tja, was will ich denn davon eigentlich? Will ich davon überhaupt irgendwas? Irgendwie ja nicht. Komm, ich will den Schmelzdrachen. Sudden Death-Regel hat sich hier verbreitet. Ist okay, Sudden Death ist in Ordnung. Das sind akzeptable Regeln. Ja, das Kartenspiel ist schon geil. Ich spiele es viel zu sehr, muss ich sagen. Ich spiele es jetzt viel zu viel. Das muss ich definitiv sagen. Ich spiele das Kartenspiel viel zu viel. Dafür, dass wir es erst gar nicht gespielt haben. Und mit ich dann schon gefragt wurde, ob ich das Kartenspiel mal ausprobieren werde. Du hast einen Mokri. Ich will deinen Mokri. Du hast einen Mokri. Oh, ohne Element. Alter, ich will deinen Mokri. Ich will sowas von Hardcore, den Mokri. Ich will den Mokri so sehr. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich deinen Mokri will. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich diesen Mokri will. So. Fucking Mokri. Dahin. Kein Problem. Den baller ich weg. Mit was eigentlich? Mit was? Könnt ihr denn mal aufhören da und den... Ah, der Mokri ist doch scheiße. Komm schon. Der Mokri ist doch scheiße.
Soll ich den Mokri wieder ignorieren? Ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn ich den Mokri ignoriere. Weil ich kann ihn einfach. Ich kann ihn nur mit Ifrit stechen. Aber den Ifrit kann er ohne Probleme stechen. Den ballert der mir weg. Und dann kann ich ihn damit stechen. Aber den kann er mir auch ohne Probleme von unten irgendwie stechen. Ja gut, aber dann kann ich ja wieder mit. So? So? Und jetzt kann ich ja Diablos hinklatschen. Ja gut, was heißt Diablos? Ich könnte doch einfach ihn hinklatschen. Ja. Sehr gut. Du Wichser! Das ist mein Stammplatz für mein Ifrit. Blödes Arschloch. Der Platz gehört mein Ifrit. Warte mal, ich könnte... Er hat nach unten keine 5. Das ist auf einmal sehr gut. So, geh mal dahin. Zack. Dann den Ifrit dahin. Ja, mach doch mal was dagegen. Gewonnen. Ich hab dein fucking Mokri. Mokri-Kit. Sehr schön. Was ist das? Ach, das soll ein Wendigo sein? Das soll ein Wendigo sein? Ist aber, da braucht man aber sehr viel Fantasie. Ich will den Mokri. Alter, nach oben und nach unten 9. Weißt, 9. Weißt, verstehst mich schon? 9. Ah, hallo, wer wollt ihr mit mir? Okay. Wo ist die Bühne? Das ist die Bibliothek, oder? Ja. Schön viel Geld. Wunderbar. Übungshalle. Also doch. Mega ätzend. Okay. Ist es da drin? Ich gehe jetzt einfach mal da rein. Hallo. Oh, das ist der Parkplatz. Das ist der Parkplatz. Da will ich nicht hin. Selfie hat wahrscheinlich nicht meinen Führerschein. Wobei sie ja 17 sein soll. Du, ich hab dein Mokri, verschwinde von hier. Das ist keine Daseinsberechtigung mehr. Quartiere, wird da aufgeführt? Geh mal einfach mal hin. Ach was. Nee, bei Quartieren wird nicht aufgeführt. Yo, was geht ab? Hey, ignorier mich nicht. Die ignorieren mich alle immer. Mensa. Schauen wir doch mal, vielleicht wird's ja hier. Nö. Ich hab gemeint, vielleicht ist da bei der Mensa eine Bühne. Hallo? Alles Restaurant ist verkauft. Was bist du denn bitte für eine Mensa? Also nicht du, sondern... Ja. Kaum fliegt der Garten, knallt er gegen einen Bahnhof. Ja, Mai. Wenn ich spreche... Wen spreche ich jetzt an? Ja, den hier vorne. Es gibt einen Quiz des Trap-Fan-Club. Echt jetzt? Das ist die intelligenteste Idee, die ihr jemals hattet. Ich bin euer Anführer. Sieh dir den mal an, ey. Er war bis jetzt immer fleißig, aber jetzt denkt er nur an eine Frau. Wie kann ich mich mit ihr anfreunden? Gar nicht! Die gehört mir! Ich sag dir eins. Du schaffst die Siegprüfung nicht, da du immer nur an sowas denkst, Mann. Ja, wie soll man auch was an was anderes denken, wenn Quistis vorhin steht? Also bitte, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie soll man an was anderes denken, wenn Quistis vorhin steht? Das geht nicht. Ich mag Quistis viel zu sehr. So, wer ist das da oben, wer mir da entgegenkommt? Von wo kommst du? Vom Schulhof. Jo, was geht ab? Guten Morgen. Ja, schöner Tag. Du hast eh keine Karten. Komm, verpiss dich. Ihr seid alle schwach. Alle zu schwach. Wir brauchen Karten. Oh, warte mal, ich erinnere mich. Da hinten war eine Baustelle, oder? War das nicht eine Bühne? Ja, genau. Ah! Hi! So ein Reinfall. Der Garten fliegt. Wir sind mit Fickenhausen kollidiert. Kein Wunder. Ah. Ich hätte so gern die Band hier auftetten lassen sehen. Ich hatte schon einige Musiker in Aussicht. Ach je.
Sie sind ziemlich niedergeschlagen aus. Ey, das überlass mal mir. Es wird schon werden. Das ist sehr tröstend, Spike. Sehr tröstend. Danke, Spike. Dass du mich tröstest, ist ja was Neues. Ich wirke wohl ziemlich trübselig. Ganz was Neues? Ich empfinde auch wie ein normaler Mensch. Nur gegen die meisten Dinge kannst du sowieso nichts unternehmen. Oder? Es nervt mich tierisch, wenn ich mit Leuten reden muss, deshalb... Hey, du grübelst ja wieder, aber laut sagen tust du es nicht, gell? Na und? Wir reden gerade über dich. Lass mich gefälligst aus dem Spiel. Ich bin ganz okay. Keine Sorge, Spike. Evan Kineas, ich überlasse sie dir. Hä? Spike? Spike, kommen Sie bitte ins Direktorat. Was ist denn jetzt schon wieder? Es bringt ja nichts, sich hängen zu lassen. Genau, Selfie, wir wollen Fun haben. Fun? Was denn? Jetzt zeige ich's dir. Oh nein, komm schon! Fragen wir doch die Leute von Fickenhausen, die gerade den Garten reparieren. Können zeigen, was Fun ist. Für die ist es doch ein Kinderspiel, die Bühne wieder flott zu machen. Meinst du, ob sie wohl ja sagen? Keine Sorge, ich werde dir helfen, die Leute zu überreden. Das heißt ja! Die von dir produzierte Band würde es trotzdem geben. Wow! Dann lass uns doch noch ein paar Musikern suchen. Das klappt ja. Das wird cool mit dir. Das wäre alles. Ich verstehe. Selfie hat es schon alles schon berichtet, Sie müsste es schwer gehabt haben. Selfie meinte, dass sie den Bericht in ihrem Tagebuch veröffentlichen will. Sie sollte einmal hineinschauen. Was geht mich ihr Tagebuch an? Übrigens, schien es das Ziel der Galbaldianer zu sein, Eljaune zu finden. Offensichtlich auf Befehl der Hexe. Eljaune besitzt die Kraft, die Gedanken eines Menschen in die Vergangenheit zu schicken. Ob sich die Hexe Idee diese Kraft einverleiben will, oder gibt es andere Gründe? Sie meinen, die galbadianische Armee handelt auf Befehl Edias und hat in Fickenhausen Eljaune gesucht? Sie hatten auch den Befehl, die Stadt niederzubrennen. Unabhängig davon, ob sie Eljaune finden oder nicht. Sie wollten wohl die Stadt zerstören und keine Zufluchtsstätte zu bieten. Ich verstehe. Die Hexe Edea wird diese Taktik weltweit anwenden, bis sie Eljaune gefunden hat. Wir können einfach nicht mehr länger warten. Das bedeutet Kampf mit der Hexe. Hier spricht Direktor Sid. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Ich habe Ihnen allen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Die Antriebsaggregate des Gardens werden zurzeit repariert. Wenn die Reparaturen fertig sind, werden wir Fisherman's Home, ich weiß nicht mal, was das A war, verlassen und uns auf eine Reise begeben. Oh, darf ich den Garten dann steuern? Das wäre super, weil dann kann ich nämlich zurück zum Grab des Königs und könnte mir da meine GF holen. Das wäre geil. Hey, ihr braucht's ja nicht anstehen, die Mensa ist ausverkauft. Ihr braucht euch da nicht anstellen, es gibt nichts mehr zum Essen. Ihr müsst alle verhungern. Wir werden gegen die Hexe kämpfen. Der Garten wird uns als Stützpunkt dienen. Das Management wird weiterhin von mir und dem Team geführt. Uns steht ein Kampf bevor. Dazu brauchen wir einen fähigen Anführer. Ich muss in die Bibliothek, da ist ein Drawpunkt. Ich, der Direktor, habe Spike zum Truppenführer ernannt. Ab sofort übernimmt Spike das Kommando über den Garten. Was?
Im Ernst? Ich wünsche uns allen viel Glück. Das ist nicht fair. Wer meine Entscheidung nicht gutheißt, soll sich direkt bei mir beschweren. Und was ist mit meiner Meinung? Spike, es liegt jetzt alles an Ihnen. Das ist Ihr Schicksal. Der Kampf mit der Hexe war schon immer Ihre Bestimmung. Jetzt tun Sie nicht so, als ob Sie mein Leben schon vorausbestimmt, als wäre mein Leben schon vorausbestimmt gewesen. Mit der Hexe kämpfen ist okay. Solange ich ein Seed bin, ist das ohnehin unumgänglich. Solange ich ein Seed bin. Aus der Seed-Einheit austreten? Austreten, Und was dann? Was bleibt da noch von mir? Ich will nicht mal dran denken. Kommt nicht in Frage. Ich muss tun, was der Direktor gesagt hat. Den Garten führen und die Hexe besiegen. Nein, nicht die Kämpfe. Was mir zu schaffen macht, sind die anderen. Ich muss so schnell wie möglich die Hexe beseitigen und das Ganze beenden. Aber die Hexe ist doch die Ehefrau von Direktor Sid. Heißt das, wir sollen seine Frau beseitigen? Wie muss man sich fühlen, einen solchen Befehl zu geben? Hallo allerseits! Darf ich vorstellen, die Produzentin Selfie! Danke. Da Spike nun zum Kommandanten befördert worden ist, möchte ich ihm als Zeichen der Freundschaft ein Musikstück schenken. Ha, das wird ein Spaß. Und wer soll das Stück spielen? Schau dich doch mal um. Wo? Meinst du etwa uns? Ob das gut geht? Lass es uns einfach probieren. Instrumente und Noten stehen bereit. 4 Leute bilden die Band. Wow, cool. Naja. Tut mir leid, aber du spielst nicht in der Band, Renoa. Was? Wollt ihr mich ausschließen? Nein, nein. Für dich habe ich eine besonders wichtige Aufgabe, Renoa. Hey, und was sollen wir jetzt tun? Wir können nicht einfach drauf losspielen. Darüber wollte ich mit euch sprechen. Ich habe diesen Posten angenommen, gleich nachdem ich die Schule gewechselt habe. Mein Vorgänger hat die Noten bereitgestellt, aber nach dem Chaos letztens sind die Blätter durcheinander gekommen. Das Stück besteht normal aus 4 Stimmen. Ich habe aber hier 8 Stimmen. Was heißt das? Aus den 8 müssen wir die 4 richtigen aussuchen. Dann müsste das Stück stimmen. Aber wenn wir die falschen Stimmen erwischen, haben wir einen Salat. Salat. Jeder nimmt ein Instrument und spielt sein Part. Irwin wird dann die richtigen aussuchen. Dann fangen wir mal an. Was? Was? Okay. Alles klar, ich würde mal sagen, meine Freunde, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wir überlegen uns mal, welches Musikinstrument wir den guten Shell spielen lassen werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier einfach an Ort und Stelle wieder. Also gut, meine Freunde, das war dann jetzt bei Final Fantasy 8 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.